Moin. Jo, Samstag, Bombenwetter, Granatenstimmung. Und wir sind gerade dabei, das alte Beton ist es nicht, keine Ahnung. Die alte Mistplatte wegzubobbern. Ich habe gestern Abend angefangen im Dunkeln hier. Jetzt habe ich hier weitergemacht. Ja. Damit nochmal wieder weiter und dann später. So, moin. Ja, der letzte Stück haben wir jetzt hier noch am Bobbern. Ah, nicht ganz ein Quadratmeter ist das noch. Ist gleich 12, deswegen wollte ich Pause machen. Ist schon 12. Ja, ist schon 12. Jo, aber da es nur so ein ganz klein bisschen ist, machen wir nochmal eben schnell zu Ende. Später. Moin. So, wir haben fertig gebaut. Die ganze Fläche hier vorne ist jetzt gesprengt. Nein, Robert. Jo, jetzt muss die erste Schicht hier runter. Und dann müssen wir mal gucken. Hier ist die zweite Schicht. Hier sind Natursteine. Und ich weiß nicht. Ich glaube, die sind im Beton, also auch noch im Zement. Das heißt, alle Zementsteine hier runter, die müssen weg. Und dann müssen wir nochmal bei. Und dann jeden einzelnen Stein raus. Also ich habe schon einige erwischt, die habe ich nach unten gedrückt, also müsste das wahrscheinlich gehen. Jo, aber das machen wir später. So, na, Frosch im Hals. So, wir wollen jetzt den losen Schuttroller rühren. Da haben wir schon mal den Trecker vorbereitet. Schon ein bisschen was gefahren, um zu gucken, ob es geht. Es geht. Und dann müssen wir mit der Spitzhacke wahrscheinlich jeden einzelnen Naturstein hier rauspickern. Also, ein bisschen Arbeit haben wir noch. Ich lass mal laufen und dann bis später. Moin. Ja, eigentlich wollte ich heute zeigen, wie es weitergeht, aber jetzt regnet uns, ist die Baustelle abgesoffen. Wir haben schon ein bisschen weiter gemacht. Ich habe jetzt den
Beton so weit runter gesammelt. Aber hier ist, haben wir gestern mit dem Trecker angefangen, das alles wegzuziehen. Und jetzt haben wir hier so einen schönen Rinnsal hier durch. Zum Glück haben wir noch die alte Entwässerung da, dass es weglaufen kann. Und nicht, weil sonst wird hier alles unter Wasser stehen. So, ich denke mal, ich werde Pause machen und dann bis später.